willkommen bei mir zu Hause. Ich nehme heute nicht nur eine Tasche, nein, gleich zwei Taschen, nämlich eine herausnehmbare Tasche in der Tasche. Gewünscht hat sich das Marina Lindner. Wenn ihr neu auf meinem Kanal seid, freue ich mich natürlich über ein Abo und vergesst nicht, das Glöckchen zu aktivieren, dann verpasst ihr kein Video mehr von mir. Die Marina hatte mich angeschrieben und hat mich gefragt, ob ich nicht mal so eine Tasche nähen könnte, in der innen drinne nochmal in der Mitte dann so eine zusätzliche Tasche mit eingearbeitet ist, die man dann aber so mit Karabinern oder mit Knöpfen rausnehmen kann. Und das mit in der Mitte fand ich ein bisschen zu unpraktisch, weil wenn man in die Crossbody-Bag hier dann was einladen möchte und hat dann ständig in der Mitte noch so eine extra Tasche drin rum, baumeln, sage ich jetzt mal. Und man muss dann rechts oder links vorbei, da sind wir beladen. Das fand ich ein bisschen unpraktisch. Und dann ist mir jetzt die Idee gekommen, dass diese herausnehmbare Innentasche am Rand befestigt ist. Aber jetzt stelle ich euch die Tasche erstmal vor. Die Tasche ist 33 cm breit und 34 cm hoch. Und der Boden hat eine Tiefe von 8 cm. Hier unten habe ich sie wieder mit Kunstleder appliziert. Und mein Tragegurt ist größenverstellbar. Hier oben habe ich die Tasche mit einem Reißverschluss geschlossen. Und ich habe wieder hier meinen regenbogenfarben schimmernden Reißverschluss genommen. Ich finde den auch sehr robust. Also gerade für so Taschen finde ich den wirklich super. Ich packe euch den Link nochmal unten in die Infobox rein. Also die Tasche wird dann hier geöffnet und dann, Moment, dann drehe ich das Ganze jetzt mal um, ist hier drinnen, oh Gott, sieht man das jetzt so, nochmal eine Tasche. Und zwar ist die hier am Rand mit Druckknöpfen befestigt. Und da kann man jetzt, wenn ich die hier aufmache, nutze ich die quasi als Tascheninnentasche für das Portemonnaie, für den Schlüssel oder für das Handy. Das kann ich hier reinmachen. Also die Tasche, diese Innentasche ist groß genug. Ich hole das gleich raus, dann sieht man das noch ein bisschen besser. Und die Innentasche hat auch einen Reißverschluss. Und die wird hier, wie gesagt, nur mit so zwei Cam-Snaps befestigt. So, und dann hole ich die mal raus. Da ist nämlich auch noch mal eine drin. Also, und dann ist das jetzt eine ganz normale Crossbody-Bag ohne irgendeine Innentasche, weil die habe ich ja herausgenommen. So, und dann kann ich die jetzt so nehmen, also wenn die zur Hälfte zusammengeklappt ist, dann ist das jetzt quasi meine Innentasche, wenn die innen drin befestigt ist. Ich kann die jetzt aber auch so als Klatsch nehmen, obwohl ich es da ein bisschen zu labberig finde. Und man kann die hier hinten auch nochmal nur noch mit so einem Cam-Snap hier aufmachen. Und jetzt hat man nochmal eine komplett große Einkaufstasche, wo hier ta-da-da-da, auch nochmal Henkel dran sind. Also so kann man dann, wenn einem dann noch die Einkaufstasche fehlt, hat man die dann quasi hier noch so dabei. Und die ist halt wie gesagt auch nochmal mit einem Reißverschluss zugesichert. Also wenn man damit dann einkaufen geht, kann man hier dann auch noch sein Portemonnaie reinmachen oder so. Da kann auch kein Langfinger dran. Und die Tasche ist 33 cm breit und 38 cm hoch, hat allerdings keine Tiefe, also ist nur wie so ein einfacher Jutebeutel. Die kleine Innentasche oder die zusätzliche Innentasche, die habe ich nicht nochmal mit Flieseline verstärkt, sondern das ist einfach nur komplett Canvas-Stoff. Und das sind jetzt bei mir hier zwei verschiedene Stoffe, weil ich hatte von dem nicht mehr genug, von dem hatte ich aber noch was übrig und habe ich einfach ein komplettes Stück draus genäht. Ich wollte, dass es halt farblich, also dass es dann schon irgendwie hier zusammenpasst. Ja, und wenn ihr zum Beispiel einkaufen wart und habt noch euch irgendwas eingekauft, das ist logisch, ne? Also ihr seid wieder zu Hause, dann könnt ihr einfach, wenn ihr die Tasche umdreht, hier hinten sind Cam Snaps, ja, so sieht man das. Und dann wird das hier zugemacht, so. Dann habe ich hier drinne, wie gesagt, auf der einen Seite auch solche Cam Snaps. Machen wir das jetzt mal rein. Dann
ist jetzt natürlich, wenn ich das so mache, ist es einfacher. Da seht ihr das zwar nicht gleich, aber sonst fuddel ich das hier, fuddel ich mich hier dumm und dämlich. So, gut. Und dann sind hier an dieser kleinen Tasche, an dieser zusätzlichen Innentasche, auch nochmal Camp Snaps. Da kann ich dann hier das festigen. Und so habe ich jetzt wieder eine Reißverschluss-Innentasche hier drin. Hier außen die Tasche, die habe ich heute allerdings diesmal mit Flieseline H630 verstärkt. Das komplette Teil, also auch mein Kunstleder. Bei meinem konnte ich es machen. So, und jetzt wünsche ich euch viel Spaß. Ich lege mir ein Teil A mit der rechten Seite nach oben vor mich hin und nehme mir dann ein Stoffteil B. Und das lege ich jetzt mit der rechten Seite nach unten an die Unterkante vom Stoffteil A und nähe jetzt mit einer Nahtzugabe von 1 cm die Stoffe hier zusammen. Und genau dasselbe mache ich mit dem anderen Stoffteil A und Stoffteil B auch. Ich klappe die Stoffe auseinander und lege die Nahtzugabe in Richtung Stoffseite. Und dann nähe ich ganz knappkantig hier einmal komplett die Nahtzugabe auf der Stoffseite fest. Und genau dasselbe mache ich mit dem anderen Stoffteil auch. Und ich möchte, dass meine Tasche heute etwas mehr Stand hat. Also bügele ich mir jetzt auf das komplette Außenstoffteil, also auf beide Außenstoffteile, auf die Rückseite eine Flieseline H630. Also ich kann auf mein Kunstleder hier drauf bügeln, das habe ich schon mal ausprobiert. Wenn ihr jetzt anderes Kunstleder habt, dann seid ein bisschen vorsichtig oder legt noch ein, beim Bügeln noch ein Tuch oder sowas drüber, dass ihr euch das Kunstleder nicht verletzt. Also und das mache ich jetzt bei dem einen Außenstoffteil und mit dem anderen Außenstoffteil, da bügele ich mir auch Vlies drauf. Ich brauche jetzt den Reißverschluss, der 41 cm lang ist und die 4 Stoffteile D, die Reißverschlussblenden. Dann lege ich mir ein Stoffteil D mit der rechten Seite nach oben vor mich, nehme mir dann den Reißverschluss. Den lege ich hier hinten an die Kante bündig an, mit den Zähnchen nach oben. Dann nehme ich mir ein anderes Stoffteil D, das lege ich jetzt mit der rechten Seite nach unten, auch hier hinten und rechts und links bündig an und nähe dann mit einer Nahtzugabe von 1 cm hier hinten drüber. Genau dasselbe muss ich auf der anderen Seite auch machen und genauso verfahre ich auch bei dem Reißverschluss, der 31 cm lang ist und den 4 Stoffteilen H, also die anderen Reißverschlussblenden, weil ich ja dieses Mal 2 große Reißverschlusstaschen habe. Also auch hier wie so ein Sandwich den Reißverschluss zwischen die 2 Reißverschlussblenden legen und mit 1 cm Nahtzugabe die Stoffstückchen hier am Reißverschluss festnähen. Die Reißverschlussblenden nach hinten wegklappen und nochmal knappkantig hier über den Stoff drüber nähen. Und das wird bei allen 4 Reißverschlussenden gemacht. Ich mache jetzt mit der Innentasche weiter. Und mein Stoffteil E, also das ist ja für die Innentasche der Außenstoff. Den habe ich nur aus 2 Stoffen genäht. Ihr könnt den natürlich aus einem Stoff machen. Aber ich hatte nicht mehr genügend. Also dieser Stoff hat nicht mehr komplett gereicht. Von dem hatte ich noch was übrig. Und dann habe ich die einfach hier zusammengenäht. Und dann habe ich jetzt auch einen Außenstoff für meine Innentasche. So, dann nehme ich mir ein Stoffteil F. Und lege das mit der rechten Seite nach oben vor mich und nehme mir dann den Reißverschluss, und zwar der, der 31 cm lang ist. Den lege ich an die Oberkante bündig an mit den Zähnchen nach oben. Und dann nehme ich mir ein Stoffteil E. Das lege ich jetzt mit der rechten Seite nach unten
hier oben und rechts und links bündig an und nähe dann mit einem Reißverschlussfüßchen alle Stoffe hier oben vom Anfang bis zum Ende zusammen. Die Stoffe vom Reißverschluss wegklappen und auch schön wegziehen und dann nochmal mit einem Reißverschlussfüßchen knappkantig hier auf dem Stoff entlang nähen. Das andere Stoffteil F lege ich mit der rechten Seite nach oben vor mich. Dann nehme ich mir mein gerade genähtes Reißverschlussstoffteil und lege das mit den Zähnchen und mit der Außenseite nach oben, hier oben und rechts und links bündig an. Nehme mir dann mein anderes Stoffteil E und das lege ich jetzt mit der rechten Seite nach unten, auch hier oben und rechts und links bündig an und nähe mit einem Reißverschlussfüßchen die Stoffe vom Anfang bis zum Ende zusammen. Auch auf der Seite die Stoffe vom Reißverschluss wegklappen und schön wegziehen. Na, ich mache mir dazu auch immer den Reißverschluss zu, dann kann ich das besser ziehen. Und auch nochmal hier knappkantig über den Stoff vom Anfang bis zum Ende drüber nähen. Ich nehme mir die beiden Stoffteile G, die Henkel für die Innentasche. Und da lege ich jetzt die rechten Seiten der Länge nach aufeinander und nähe dann mit einer Nahtzugabe von 1 cm die lange Seite und auch die obere Seite zusammen. Die untere bleibt auf. Genau dasselbe mache ich mit dem anderen Henkel auch. Die Nahtzugabe habe ich mir mit einer Zickzackschere zurückgeschnitten. Und damit ich die Henkel jetzt wenden kann, dafür nehme ich mir jetzt mein geniales Wendewerkzeug-Set von Brim. Das habe ich euch schon mal vorgestellt. Also wenn ich jetzt Henkel aus Stoff selber nähe, die dann so gewendet werden müssen, dann nehme ich nur noch hier diese Teile. Das ist so ein Dreier-Set. Kommt drauf an, wie groß euer Henkel ist, also euer Schlauch, den ihr wenden wollt, weil ihr könnt das ja auch für was anderes verwenden. Und dann dementsprechend nehmt ihr dann halt einfach hier so ein Teil. Das ist quasi einfach nur so ein Rohr mit so einem Stab hier dabei. Den Link dazu packe ich euch unten in die Infobox rein. Also, dann mache ich das auseinander und das Rohr fädel ich jetzt hier unten in meinen Henkel, also in den Schlauch ein und hier oben, da stopfe ich jetzt den Stopf hier, den Stoff mit dem Piekser hier in das Rohr rein, gehe dann einmal so durch und dann zack, zapp, 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 kann das dann hier hinten wieder rausziehen und das ist gewendet. Das mache ich mit dem anderen Henkel auch und dann bügel ich nochmal drüber und nach dem Drüberbügeln dann werde ich einfach nur mal hier auf der linken Seite eine Ziernaht entlang setzen und auch auf der rechten Seite jeweils von beiden Henkeln dann eine Ziernaht noch machen. Also ich sehe gerade auf der Kamera ist das wenig kontrastreich, aber okay, also das hier, ihr nehmt euch jetzt euren Henkel, den ihr gerade genäht habt und dann positioniert ihr den, zuerst macht ihr den Innenstoff weg, so dass ihr jetzt den Henkel nur am Außenstoff fixiert. Und zwar, ich habe den Henkel extra etwas größer berechnet, damit er jetzt rechts und links übersteht, nicht, dass das jetzt hier zu knapp ist. Und zwar 1,5 cm von dem Reißverschlussrand hier. Ich hole euch mal kurz näher ran, damit ich euch das zeigen kann. Also 1,5 cm von dem Rand hier nach hier unten, da positioniert ihr den Henkel. Jetzt kann ich euch wieder ein bisschen weiter wegziehen. Okay. Also hier 1,5 cm und auch hier drüben 1,5 cm. Und jetzt wirklich nur auf den Außenstoff fixieren. Dann fange ich hier an zu nähen, nähe 10 cm nach hier innen.
dann nach unten und nähe wieder zurück. Also, dass der Henkel 10 cm am Rand festgenäht ist. Genau dasselbe mache ich auf der anderen Seite auch. Also hier anfangen zu nähen, 10 cm nach innen und nach unten und wieder zurück. Und immer dabei aufpassen, dass ihr nur auf den Außenstoff drauf näht, nicht, dass ein Innenstoff noch dazwischen ist. Genau dasselbe müsst ihr natürlich mit dem anderen Henkel und auf der anderen Außenstoffseite auch machen, dass die beiden Henkel hier an den Außenstoffen fest fixiert sind. So sieht das Ganze jetzt aus. Also hier in der Mitte sind die Henkel nicht festgenäht. So kann man sie dann nachher die Tasche tragen und nur hier am Rand jeweils 10 cm festgenäht. Vor dem nächsten Schritt muss der Reißverschluss aufgemacht werden. Dann lege ich Außenstoff auf Außenstoff und Innenstoff auf Innenstoff. Stecke mir alles. Na, liegt jetzt nicht richtig so. Einmal drumherum fest. Dann fange ich hier auf der Innenstoffseite an zu nähen, verriegel und nähe bis einmal fast drumherum, bis circa hierhin und lasse mir auf der Innenstoffseite eine circa 12 bis 15 cm große Wendeöffnung. Die Nahtzugabe habe ich mir mit einer Zickzackschere zurückgeschnitten, nur hier bei der Wendeöffnung, den Stoff habe ich stehen gelassen, den habe ich nicht zurückgeschnitten. Und jetzt kann schon durch die Wendeöffnung gewendet werden. Was ich noch vergessen habe zu sagen ist, wenn ihr die Stoffe, also vorm Zusammennähen, wenn ihr die aufeinander legt, noch darauf achten, dass die Nähte hier von den Henkeln direkt aufeinander liegen. Das habe ich jetzt hier nicht gemacht. Auf der anderen Seite treffen sie direkt aufeinander, aber bei dem Stoff sieht man das sowieso nicht. Ja, und jetzt kann die Wendeöffnung geschlossen werden und dafür einfach die Nahtzugabe der Wendeöffnung nach innen umklappen und dann entweder jetzt mit einem Matratzenstich die Wendeöffnung schließen oder aber mit der Nähmaschine knappkantig hier drüber übernehmen. Jetzt brauche ich die beiden Gurtbänder, die 5 cm lang sind. Und meine Gurtbänder sind aus Kunststoff und da habe ich mir die Enden einfach hier mit einem Feuerzeug angesenkt, sodass mir hier nichts ausfransen kann. Dann nehme ich mir den D-Ring oder diesen Vierkantring, fädel den drüber, dass der hier so drin ist. Und bevor ich die jetzt hier oben anlege, nähe ich mir hier einfach noch einmal kurz ein bisschen drüber, dass mir das nicht hin und her rutschen kann. Okay, wenn ich das dann so zusammengenäht habe, dann lege ich jetzt dieses Gurtband D-Ring-Teil hier an den Rand von meinem Außenstoff und zwar 2 cm von der oberen Kante. Lege ich den hier an und nähe den dann innerhalb der Nahtzugabe, also so bei 0,5 cm, nähe ich den hier fest. Und mit dem anderen Stück Gurtband und D-Ring mache ich das auf der anderen Seite genauso, also auch bei 2 cm runtermessen und dann hier innerhalb der Nahtzugabe drüber nähen. Nun lege ich ein Stoffteil C mit der rechten Seite nach oben vor mich, nehme mir dann den Reißverschluss, der 35 cm lang war und lege den an die Oberkante an und zwar mit den Reißverschlusszähnchen nach oben. Dann nehme ich mir mein Außenteil und das lege ich jetzt mit der rechten Seite nach unten. Hier oben und rechts und links bündig an und nähe dann mit einem Reißverschlussfüßchen komplett einmal hier oben alle Stoffe miteinander zusammen. Die Stoffe vom Reißverschluss wegziehen und nochmal knappkantig hier oben vom Anfang bis zum Ende drüber nähen. Nun lege ich das andere Stoffteil C mit der rechten Seite nach oben vor mich. Dann nehme ich mir mein gerade genähtes Reißverschlussstoffteil und lege das mit den Zähnchen und der Außenseite nach oben hier oben rechts und links bündig an. Dann brauche ich meinen anderen Außenstoff und den lege ich jetzt mit der rechten Seite nach unten. Hier oben und rechts und links bündig an und nähe mit einem Reißverschlussfüßchen alle Stoffe hier oben einmal vom Anfang bis zum Ende zusammen. Die Stoffe wieder vom Reißverschluss wegklappen und so.
auch hier auf der Seite nochmal knappkantig vom Anfang bis zum Ende drüber nähen. Jetzt geht es daran, die Druckknöpfe anzubringen. Und dafür nehme ich mir nochmal meine Innentasche. Hier oben seht ihr die Druckknöpfe, da habe ich weiße genommen, aber hier unten, das ist ein schwarzer. Jawohl, genau. Also, bevor ihr jetzt anfangt, die Druckknöpfe hier dran zu machen, am besten den Innenstoff richtig schön faltenfrei hier drinne auslegen. Und den ersten Druckknopf, den ich mir angebracht habe, der ist hier unten. Und der ist wirklich ganz hier unten an der Kante. Sieht man das? Ja, so sieht man das. Und zwar mittig, da habe ich mir den hier angebracht, durch alle Lagen durch. Also ihr habt jetzt hier unten einmal komplett durch alle Stofflagen den Druckknopf befestigt. Oh, ich sehe das so schlecht jetzt. Gut. Der ist hier unten. Dann klappt ihr die Unterkante nach hier oben, aber nicht mittig bis oben zum Schreißverschluss, sondern nur bis zu der Kante von eurem Henkel, also bis hierhin. Und dann drückt ihr hier so drauf und dann seht ihr hier den Abdruck von eurem Druckknopf und wisst jetzt, dass ihr das hier anbringen müsst. Und hier ist es aber bei wichtig, dass ihr das nur hier auf dem Innenstoff anbringt. Hier nicht durch beide Stofflagen, also durch alle Stofflagen durch, sondern nur auf der einen Seite. Und da bringt ihr das Gegenstück an. Und somit kann man die Tasche quasi einmal in der Höhe verkleinern, so dass wir sie dann als Innentasche von der Höhe her für unsere Tasche nehmen können. Und jetzt, also hier auf der Seite sind ja schon zwei Druckknöpfe, müssen wir hier oben direkt zwischen dem Reißverschluss, jetzt hole ich euch mal näher ran, Moment, so, jawohl, also direkt zwischen dem Reißverschluss und dem Henkel hier, da bringt ihr 4 cm von dem Rand den ersten Druckknopf an und 4 cm vom anderen Rand den zweiten Druckknopf an. Und hierbei auch aufpassen, dass die, diesmal sind es weiße, die kann man gut sehen, dass es nur durch die eine Seitenlage vom Stoff geht, also nicht durch beide durch. Somit haben wir die Druckknöpfe an der Innentasche schon mal erledigt. Und jetzt einfach den Druckknopf hier zumachen, so dass die Tasche kleiner ist. Jetzt kann ich wieder ein bisschen rauszoomen. Ich mache immer erst in die verkehrte Richtung. So. Und dann brauche ich jetzt den Außenstoff. Und dafür, also nicht den Außenstoff, sondern unsere Außentasche. Die ist ja schon fast zusammengenäht. Und da brauche ich nur eine Lage Innenstoff. Da lege ich jetzt meine Tasche mit den Druckknöpfen hier nach unten auf, und zwar mittig und 3 cm, das mache ich mal weg, von dem Reißverschlussrand hier oben, also von dieser Kante, 3 cm nach unten, da lege ich mir die Tasche hin und natürlich auch mittig und drücke dann hier fest auf die Druckknöpfe drauf. Und dann sieht man hier auf der anderen Seite dann so kleine Kreise und somit weiß man genau, wo man die Gegenstücke von den Druckknöpfen festmachen kann. Na, die habe ich das hier schon angebracht und wie gesagt auch nur durch diese eine Stofflage. Die anderen drei Stofflagen, da darf kein Druckknopf durch. Und so kann dann die Innentasche hier befestigt werden und halt auch wieder abgemacht werden, wenn man sie dann als Tasche nehmen will. So, das haben wir jetzt. Jetzt geht's ans Zusammennähen. Da kann ich euch noch mal ein bisschen rauszoomen. Jawohl, gut. Jetzt lege ich, also erst wieder den Reißverschluss aufmachen von der Tasche und jetzt Außenstoff auf Außenstoff und Innenstoff auf Innenstoff legen und dabei darauf achten, dass die Kanten hier direkt übereinander liegen
Und das stecke ich mir einfach mal fest auf der einen Seite. Und auch hier auf der anderen Seite. Jawohl. Und jetzt fange ich auf der Innenstoffseite an zu nähen. Mit einer Nahtzugabe von 1 cm. Und nähe bis fast einmal drumherum, so bis hierhin. Und lasse mir hier auf der Innenstoffseite eine ca. 15 cm große Wendeöffnung. Die Nahtzugabe bei meinem Canvasstoff habe ich mir mit einer Zickzackschere zurückgeschnitten, nur hier bei der Wendeöffnung nicht. Und hier unten bei dem Kunstleder, das franzt ja nicht aus, da habe ich die Nahtzugabe mit einer normalen Schere etwas zurückgeschnitten. Und jetzt geht es an den Boden. Und dafür die Stoffe hier so in einem Dreieck auseinanderziehen. Und jetzt die Naht. Und die andere Naht hier hinten direkt aufeinander legen. Am besten geht das, wenn man sich innerhalb dieses Abnähers ein bisschen was von dem Stoff abschneidet. Dann kann man jetzt hier reingucken. Da kann man die zwei Nähte besser aufeinander legen. Dann die eine Nahtzugabe in die eine Richtung legen, die andere Nahtzugabe in die andere Richtung legen. Dann stecke ich mir das mal fest. So. Dann brauche ich ein Lineal. Und jetzt mache ich einen 8 cm langen Abnäher. Seht ihr das so hier? Also bei 8 cm markiere ich mir das hier und nähe dann hier drüber. Und genau dasselbe mache ich bei den anderen drei Ecken auch. Auf der Innenstoffseite habe ich mir die Nahtzugabe mit einer Zickzackschere zurückgeschnitten und bei der Außenstoffseite bei meinem Kunstleder mit einer normalen Schere. Und jetzt wird durch die Wendeöffnung gewendet. Jetzt wird noch die Wendeöffnung geschlossen und dafür einfach die Nahtzugabe der Wendeöffnung nach innen einklappen, feststecken und dann entweder mit einem Matratzenstich hier zusammennähen oder aber mit der Maschine knappkantig hier drüber nähen. Und dann muss nur noch das Gurtband mit dem Gurtschieber gemacht werden. Dazu habe ich aber schon ein Video gedreht, wie das gemacht wird. Das verlinke ich jetzt hier oben bei dem i. Ja, und dann ist die Tasche fertig. Und fertig ist eure Tasche in der Tasche. Ihr könnt aber auch gerne nochmal hier in die Videos reinschauen. Vielleicht ist da ja noch das ein oder andere für euch dabei. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachnähen. Bis zum nächsten Mal.